In Lippstadt, am Rande des naturschönen Sauerlandes, nicht weit von den industriellen Schwerpunkten an Rhein und Ruhr, liegen die Hellerwerke. In diesen Werken und in nahegelegenen Zweigbetrieben entstehen die weltbekannten Heller-Erzeugnisse. Tausend Menschen erarbeiten in modernsten Fabrikationshallen, in Labors, Versuchswerkstätten, in Konstruktionsabteilungen und Büros einen erheblichen Teil des Bedarfs an elektrischem Zubehör für alle Arten von Kraftfahrzeugen. Täglich werden große Serien, Scheinwerfer, Leuchten, Hörner, Blinkgeber, Schalter und Relais an die Automobilindustrie und an den Handel in alle 5 Erdteile geliefert. Für die Qualität und Präzision jedes einzelnen Gerätes, trotz hoher Stückzahlen und individueller Ausrüstung fast aller Fahrzeugtypen, birgt das Heller-Zeichen. Im Presswerk, einer Halle von 10.000 Quadratmetern nutzbarer Fläche, wird Stahl, Messing und Aluminiumblech geschnitten, gezogen, gestanzt, gelocht und geschweißt. Den großen Bedarf an Rohmaterial, den das vielseitige Produktionsprogramm der Hellerwerke erfordert, decken Lieferungen aus dem In- und Ausland. Neben den Exzenter- und Ziehpressen sind die automatischen Stufenpressen ein wesentliches Hilfsmittel rationeller Fertigung. Stufenweise wird jedes Teil in aufeinanderfolgenden Arbeitsgängen in seine endgültige Form gebracht. Zur Herstellung der zahlreichen Kleinteile in hohen Stückzahlen sind Stanzautomaten eingesetzt. Die weiteren Bearbeitungsvorgänge werden auf Mehrzweckautomaten mit Sondereinrichtungen für die spezielle Fertigung durchgeführt.
Bestreben, die vielfältigen speziellen Arbeitsgänge möglichst wirtschaftlich zu gestalten, haben die Hellerwerke Maschinen und Vorrichtungen weitgehend selbst entwickelt und gebaut. Der Werkzeugbau ist das Rückgrat der gesamten Fertigung. Die besten handwerklichen Kräfte, die Werkzeugmacher, bauen hier die Maschinen und Werkzeuge, die mit größter Genauigkeit den Anforderungen des Betriebes entsprechen. Genaue Einhaltung der Toleranzen und ständige Materialprüfungen bilden die Grundlagen für eine gleichbleibende Qualität der Erzeugnisse. Bei den heute üblichen Bauformen der Kraftfahrzeuge lassen sich viele Teile aus Blech nur noch schwer herstellen. Deshalb ist die Verwendung von gegossenen Teilen immer mehr in den Vordergrund getreten. Die Druckgussmaschinen liefern in einem einzigen Arbeitsgang die Gießlinge aus Aluminium, Zink oder deren Legierungen in schneller Schussfolge. Nach dem Entgraten und einer Zwischenkontrolle können die Gussteile ihrer weiteren Bearbeitung zugeführt werden. Ähnlich wie bei den Druckgussmaschinen ist der Vorgang bei den Spritzgussmaschinen, die plastische Massen vornehmlich Plexigum verarbeiten. Das Grundmaterial, das die chemische Industrie in reißähnlichen Körnern anliefert, wird in diesen Maschinen durch Wärme und Druck verflüssigt und in die Formen gespritzt. Aus Ein- oder Vielfachwerkzeugen fallen hier in schneller Schussfolge die Teile automatisch an. Vor ihrem Einbau in die Geräte durchlaufen diese Gehäuse, Ringe und Rückstrahler weitere Bearbeitungsstufen. Mit Farbspritzpistolen werden die Plexigum-Teile lackiert. Auch hier wieder eine Zwischenkontrolle. Bei hohen Stückzahlen des gleichen Typs sind Farbspritzautomaten eingesetzt. Jedes Teil wird auf Gleichmäßigkeit und Einhaltung der Farbwerte geprüft. Dieser Automat verschweißt Rückstrahler mit den dazugehörigen Gehäusen. Neben der Blechverarbeitung, dem Druckguss und dem Spritzen von plastischen Massen werden auch Teile aus Bakelit gefertigt. Das Ausgangsmaterial, hier staubförmig,
wird ebenfalls durch Wärme- und Druckeinwirkung zu festen Körpern gepresst. Bei der Herstellung von Gehäusen für Elektrohörner werden zum Beispiel vorgefertigte Tabletten in die Automaten eingelegt. Je 6 Automaten werden von einem Mann bedient. Behälter für Scheibenwaschanlagen werden als Hohlkörper auf Blasautomaten hergestellt. Nach der Fertigung wird jeder Wasserbehälter einer Druckprüfung unterzogen. Das Schleifen und Polieren der in den Grundabteilungen gefertigten Teile ist die Vorstufe für das umfangreiche Gebiet der Oberflächenbehandlung, die für die Güte des Erzeugnisses von größter Wichtigkeit ist. Die Innenteile der Geräte müssen so geschützt werden, dass sie gegen Korrosion unanfällig bleiben. Für die außen am Kraftfahrzeug angebrachten, der Witterung ausgesetzten Teile kommt zu diesem Schutz noch die Forderung nach Glanz des Überzuges durch Lack oder Chrom hinzu. Beim Lackieren werden die vorher gereinigten Teile in ein Lackbad getaucht und in Öfen getrocknet. Sie werden ständig auf Farbwirkung, Haftfestigkeit des Lackes, auf Lackläufer oder Unsauberkeiten genauestens geprüft. Die zu galvanisierenden Teile werden in den Galvanisieranlagen automatisch von einem Bad zum anderen geführt. Sie durchlaufen zunächst eine Reihe von Reinigungs- und Entfettungsbädern, in denen der metallische Untergrund so behandelt wird, dass er einen vollständig haftfesten galvanischen Überzug gewährleistet. Dann erhalten die Teile in Kupfer-, Nickel- und Chrombädern ihren auf elektrolytischem Wege erzeugten Überzug. Anschließend laufen sie erneut automatisch durch eine Anzahl von Spülbädern, um danach als Fertigteile den Lägern oder Montagen zugeführt zu werden. Das chemische Labor hat die Aufgabe, die galvanischen Bäder gewissenhaft zu überwachen. Da die Ansprüche gerade auf dem Gebiet der Korrosionsfestigkeit besonders hoch sind, werden ständig Prüfungen unter so harten Bedingungen vorgenommen, wie sie in der Praxis im Allgemeinen nicht vorkommen. Der zeitliche Durchlauf der Teile, die Stromdichten, Temperaturen und viele andere Gegebenheiten sind von größter Wichtigkeit. Die einzige Bedienung dieser Automaten besteht in dem Aufstecken und der Abnahme der Teile von den Gestellen. In hellen, freundlichen Arbeitsräumen sind überwiegend Frauen mit der Montage der einzelnen Geräte beschäftigt. Mit geschickten Händen verrichten Sie diese sehr genaue Feinarbeit. Ein wichtiges Bauelement am Kraftfahrzeug ist zum Beispiel die optische Signalgebung durch den Blinkgeber, ein kleines Elektrogerät, das mit höchster Präzision arbeiten muss. Feinste Drähte werden zu Spulen gewickelt.
Die große Anzahl der verschiedenen Blinkgebertypen macht eine gewissenhafte Kennzeichnung der Gehäuse erforderlich. Das genaue Einstellen der Blinkgeber auf Impulsfolge und Leuchtdauer erfolgt mit Elektrojustiergeräten. Das Einstellen auf die gesetzlich vorgeschriebene Tonzahl bei Signalhörnern geschieht elektronisch. Während des ganzen Fertigungsvorganges durchlaufen die Erzeugnisse ständig Kontrollen, die ihre Anweisungen von der zentralen Inspektion erhalten. Diese Inspektion steht in enger Verbindung mit den Laboratorien, die eine fortlaufende Entwicklungsarbeit betreiben, Richtlinien für die Überprüfung herausgeben und selbst Prüfungen vornehmen. Diese Prüfungen und Dauertests können bis zur Zerstörung der Prüflinge gehen, um festzustellen, ob die Geräte den harten Beanspruchungen der Praxis standhalten. Die Geräte müssen wasserdicht und staubdicht sein. Konstrukteure und Techniker beschäftigen sich laufend mit Neuentwürfen und Weiterentwicklungen, um die Erzeugnisse den ständig wechselnden Fahrzeugtypen anzupassen und den hohen Forderungen der Kunden gerecht zu werden. Einen breiten Raum nehmen auch die lichttechnischen Messeinrichtungen ein. Dazu gehören unter anderem das exakte Bestimmen der Brennpunkte von Paraboloidreflektoren, Lichtstärkemessungen an Signalleuchten, Leuchtdichtemessungen bei Kennzeichenleuchten, das Vermessen von Glühlampen auf Hundertstel Millimeter in allen Ebenen. Bei der Entwicklung neuartiger Systeme sind praktische Versuche unerlässlich. Zu einer der vielen Spezialfertigungen der Hellerwerke gehört das Metallisieren von Kunststofffolien. Der Metallspiegel wird in einer Vakuumkammer erzeugt. Metallisierte Folien haben spiegelnden Glanz, dessen Wirkung durch farbige Effekte in vielen Nuancen erhöht werden kann. Sie reflektieren Licht und Wärme in hohem Maße, passen sich beim Kaschieren den Unterlagen leicht an, vereinen geringes Gewicht mit großer Festigkeit und können bedruckt werden. Beim Lackiervorgang ist die Einhaltung und Überprüfung der Gleichmäßigkeit des gewünschten Farbtons von größter Wichtigkeit. Diese Folien finden in den verschiedensten Zweigen der Industrie Absatz. Der Zusammenbau der Scheinwerfer erfolgt nach genau festgelegten Montageplänen. Er unterliegt einem bestimmten Rhythmus, bei dem die einzelnen Arbeitsgänge sinnvoll einander folgen. Rationelle Arbeitsplatzgestaltung, Einsparung von Transporten und die Vermeidung von Überbelastungen am einzelnen Arbeitsplatz sind hierbei wesentliche Gesichtspunkte. Ähnlich sind die Vorgänge bei dem Zusammenbau der Leuchten. Entsprechend den unterschiedlichen Anforderungen des Marktes
laufen sie in zahlreichen und vielfältigen Ausführungen über die Bänder. Die Montage der Heller-Signalhörner ist das typische Beispiel einer automatisierten Großserienfertigung. Überall sorgen Fördermechanismen für den Zufluss der Teile aus den Lägern und den Vorfertigungsstellen und übernehmen den Abfluss der fertigen, geprüften Geräte zu den Verpackungs- und Versandstellen. Die Vielseitigkeit der Produktion der Hellerwerke ist das Ergebnis jahrelanger Zusammenarbeit konstruktiven Erfindergeistes mit einer werktreuen, fachlich qualifizierten Belegschaft. Sorgsam verpackten Geräte ist die letzte Phase des langen Weges vom Rohprodukt zum qualitativ hochwertigen Fahrzeugzubehör. So gehen die Heller Erzeugnisse hinaus zu den Kraftfahrzeugfabriken, zu den Außenlegern des Werkes und an den Handel in alle Länder der Welt. Heller. Scheinwerfer, Leuchten, Signale. Im Dienste der Verkehrssicherheit.